Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play 13, dem weiteren Versuch, irgendwie das Finale zu überstehen im Kampf gegen Mongoose. Letztes Mal war schwierig, war schwierig. Ist aber gut möglich, dass ich das dieses Mal jetzt gebacken kriege. Wenn auch schwer. Und man hört schon seine Schritte. Dieser verdammte Mistkerl. Wo bist du? Seien Sie gegrüßt, Nummer 13, oder vielleicht Jason Fly? Es wird Zeit, unserer Beziehung ein unwiderrufliches Ende zu bereiten. Ja, indem ich dich umbringe, mein Freund. Ich sollte mal nicht so eine große Klappe haben, denn der Kampf ist ja recht schwer. Na, upsa. Was ist los? Haben wir uns auf einen Schiff? Ah! Wo? Wo kommt der her? Gott, wie ich es hasse. Leck mich doch an den Eiern, du Mistkerl. Komm schon. Er macht mich irgendwie fertig, habe ich gerade mal das Gefühl, ich wechsle mal immer auf die N16. Okay. Er mich schon ein bisschen down. Läuft nicht so schlecht wie letztes Mal. Ich habe ja noch genug Medipacks, glaube ich. Hoffe ich. Ich hit ihn aber nicht so gut irgendwie. Ja, es geht so. Könnte besser sein. Problem ist so, dass ich irgendwann auch keine Munition mehr habe. Und dann haben wir verschissen. Fresse, willst du nicht mal krepieren? Erwischt! Mistkerl! Oh, ich glaube, die hat nicht getroffen, oder? Ah, jetzt habe ich ihn ordentlich getroffen. Der war gut, der war gut. Aber er hat doch irgendwie Aimbot, habe ich so das Gefühl. Richtig so. Ah! Was läuft denn jetzt? Oh, ah, das wird jetzt schwierig. Das wird jetzt schwer, meine Freunde. Das wird jetzt schwer. Hab doch mal nicht so eine große Klappe, du Mistkerl. Scheiße. Bald keine Muni mehr. Wo ist er? Überraschung! Deine Mutter ist Überraschung. Hat da noch einer auf mich? Links, glaube ich. Oder? Boah, fuck. Jetzt kassierst du. Mann, 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 komm her. Ach du Scheiße. Was soll das denn? Knapp, knapp. Gleich haben wir ihn. Vielleicht. Oder wir sterben kläglich beim Versuch. Was auch gut möglich ist. Denn ich glaube. Ich habe alle Medikits aufgebraucht. Nein, hatte ich doch nicht. Sehr schön, sehr schön. Ist auch immer schwer zu zielen, wenn gleichzeitig die Aufnahme läuft und man dann recht wenig Frames hat. Ich bin in einem Spiel mit so einer alten Programmierung, welches dann auch sich nicht immer so perfekt mit so Aufnahmeprogramm verträgt. Aber irgendwie nehme ich gerade die Spannung mit dem Gelaber, habe ich so das Gefühl. Aber spannend ist ja jetzt auch nicht, weil wirklich wir wissen ja, wer er ist. Nein, nicht echt, oder? Ach, leck mich doch. Er ist doch fast tot. Stirb! Tschüss, Mongoose. Ich werde diesen alten Bastard bestimmt vermissen. Ja, aber sowas von werden wir ihn vermissen.
Wo bist du? Labert hier lang, ne? Ich habe keine Ahnung, wo. Mann. Immerhin hat es mir ein bisschen geholfen, die nette Jones. Und klasse, ich freue mich. Kampf geschafft. Mongoose, der alte Mistkerl, hat uns ein paar Kugeln verpasst und durfte jetzt dafür bezahlen. Ein wirklich filmreifer Abgang, muss man sagen. Und wir nähern uns dem Ende des Spiels. Wo ist denn Jones? Ach da. Gott sei Dank, du bist am Leben. Ja, musste ich mich auch wirklich anstrengen für. Lass uns verschwinden. So. Und jetzt raus aus dieser Scheiße hier. Du bist wirklich ein Teufelskerl. Ach, danke. Alles in Ordnung, Wally? Ist es wirklich vorbei? Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Heißt es nicht, darauf kannst du deinen Arsch fair wetten? Komisch, wie gut ich aussehe, obwohl ich gerade einen harten Kampf gegen Mongoose hinter mir habe. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie keine Informationen über meine Vergangenheit haben, General. Als ich dich angeworben habe, mein Sohn, habe ich dich nicht um einen Lebenslauf gebeten. Ich habe meine Jungs immer nach Talent bewertet. Und du warst ganz besonders gut. Und Jones? Du hast ihre Diskretion immer geschätzt. Sie ist auch eingeladen. Vielleicht weiß sie mehr darüber. Und hier hört es also alles wieder auf, wo es angefangen hat. Auf einer Yacht. Zu Ehren des neuen Präsidenten von Amerika, Walter Sheridan. Ein entspannendes Ende. Mit einem wunderschönen Blick auf die Stadt, welche auch immer das ist. Hi, wie geht's dir? Wunderschön. Gechillte Musik. Wen haben wir denn hier? Da ist er ja, Jason Fly, unser Nationalheld. Es ist mir eine Ehre. Ja, halt die Fresse. Ah, da hinten, Jones. Warte, Jones, ich will mich eben noch ein bisschen am Buffet bedienen. Wirklich gechillt. Wunderschöne Atmosphäre. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Sexy. Nun? Wow, ich finde sie atemberaubend. Ich weiß. Und du? Immer noch im Schlafanzug? Und Humor haben sie auch. Ich weiß. Junge, du sollst die Fresse halten. Nicht sehr gesprächig. Die gibt sich nicht mit Leuten wie so ein komischer Typ da wie hier da ab. Carrington brennt darauf, dich zu sprechen. Danach muss ich auch noch ein Wort mit dir reden. Carrington. Nun gut, Carrington. Aber erst noch einen Moment die Situation genießen. Mit einem wunderschönen Sternenhimmel. So, weiter geht's. Sieht echt schön hier aus. Wen haben wir denn hier? Tag zusammen. Ach, da ist er ja. Hey, wo ist dein Smoking? Hallo, Fly. Endlich treffen wir uns unter glücklicheren Umständen. War doch nicht der Pisser schon wieder. Was geht da ab? Nein! Ein Feuerwerk. Macht mal doch mal Platz, Leute. Ich will das Feuerwerk sehen. Oh, lecker. Fuck yeah. Da drüben, sehen Sie?
Finden Sie Walter Sheridan. Sternhimmel, Feuerwerk, eine wunderschöne Yacht. Ein unglaubliches Bild. Und wir müssen jetzt mal eben Sheridan suchen. Er darf das ja nicht verpassen. Sheridan. Sheridan. Da ist er. Sheridan. Hübsche Innenausstattung. Ich bitte dich, Wally. Gib mir meinen Sohn zurück. Wir hatten eine Vereinbarung, Kim. Oh, joi. Gelegenheit 13 loszuwerden. Warum hast du sie nicht genutzt? Wo ist denn der? Hier oben? Oh, das erklärt jetzt einiges. Sheridan ist Nummer 1. Vielleicht. Würde Sinn machen, wer sollte es sonst sein? Ihr Mongoose. Ich wiederhole. Ihr Mongoose. Mongoose? Mongoose, ich hab dich umgebracht. Nummer 1. Hören Sie mich. Nummer 1. Hier Nummer 1. Höre laut und deutlich. Siehst du ihn? Wer ist Nummer 1? Schnell! Ich sehe nicht, wer Nummer 1 ist, aber jetzt haben wir die Gewissheit. Sheridan. Ist das Feuerwerk nicht nach Ihrem Geschmack, Mr. Fly? Oh, du Arschloch. To be continued. Fortsetzung folgt. Und damit haben wir jetzt Let's Play 13 abgeschlossen. Und sehen hier den wunderschönen Abspann mit dem Feuerwerk am sternenklaren Himmel. Und den ganzen Typen, die das Spiel gemacht haben, das sind ja alle Ubisoft, das ist alles unwichtig, ne? Unglaublich tolles Spiel. Ich hoffe, es hat euch mindestens genauso gefallen wie mir, denn ich fand das war super. Echt, ich habe das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt, ich konnte es immer wieder machen. Unglaublich gute Inszenierung. Fantastisches Level-Design. Die Story ist einzigartig. Was ich jetzt schade finde, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, das Ende ist etwas sehr plötzlich. Überraschend vielleicht nicht. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon gedacht, dass Sheridan Nummer 1 ist. Auch wenn ich das jetzt nicht so einfach zu erahnen fand. Da es ja oft so war, dass irgendwelche neuen Charaktere aufgetreten sind, die dann ganz oben meine Verschwörer waren. Wie in den Bristol Suits. Da haben wir auch so ein paar getötet, wo wir dachten, ne? Aber, wow, krasses Ende, es wird wahrscheinlich, ich habe noch nie von einer Fortsetzung gehört. Schade, eigentlich, das Spiel ist ja schon ein bisschen älter. Wäre unglaublich toll, würde mich sehr freuen. Und, ja, wir schauen uns gleich nochmal im Menü die Dokumente und sowas an. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir auch ein Dokument gefunden, ganz am Ende, kurz vorm Abspann. Oh yeah. Diese Musik passt jetzt hier zwar nicht gerade so, aber ist okay. Wird wie in einem Film hier der Abspann, finde ich. Und es ist auch, das Spiel ist für mich fast wie ein Film von der Intensität her. Echt genial. Harter letzter Kampf, unglaublich harter letzter Kampf. Aber wir haben es ja doch noch hingekriegt. Halt nur, weil der liebe Herr Mongoose etwas viel Schaden macht mit seinem Patron, aber das passt schon. Gut, Nummer 1, Walter Sheridan, wir haben es jetzt endlich geklärt. Wir können beruhigt ins Bett gehen und schlafen und haben keine Albträume mehr, dass uns irgendwelche komischen Ku Klux Klan Verschwörer in einem Kloster irgendwie anpacken wollen oder so. Ich lasse das jetzt einfach nochmal durchlaufen bis zum Ende. Ich weiß nicht mehr, wie lang das läuft. Hier sehen wir jetzt gerade die Testleute, die das Spiel getestet haben. Und ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich weiß nicht, wie oft wir insgesamt gestorben sind. Nicht so oft, glaube ich. Haben wir auf jeden Fall ganz gut hingekriegt. Generell lief es recht reibungslos, muss ich sagen. Bis auf die eine Aufnahme, die da etwas verpatzt war, leider. Die ich dann ja zusammenschneiden und nachkommentieren musste, mehr oder weniger. Weil irgendwie da die Soundspur absolut hinüber war. Keine Ahnung, was da los war. Entschuldige mich auch jetzt nochmal für. Sollte im Endeffekt aber alles gut geklappt haben. Und ja, leider nicht so lange Spielzeit für dieses Spiel, also es kommt einem so schnell vor, weil es halt so kurzweilig ist und immer wieder coole neue Locations.
Einfach nur klasse. So, jetzt, wie lange läuft denn die Scheiße hier noch durch? Kann man das nicht irgendwie überspringen und da kommt dann auch noch irgendwas oder so? Jetzt kommen hier die Lizenzen, das heißt, theoretisch müsste es jetzt gleich auch vorbei sein. Ja, danach kommt nichts mehr. Gut, okay, kommt doch noch. Was ich noch sagen wollte, vielen Dank an alle, die sich dieses Let's Play angeschaut haben. Wie immer, gebt mir eure Meinung in den Kommentaren, finde ich super. Was ihr so darüber gedacht habt, ist ja praktisch mein erstes zu 100% abgeschlossenes Let's Play. Heftig, cool. Ich bin stolz auf mich. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was gibt's denn hier noch alles? Wen schreiben die dir alles hin? Das will doch keiner wissen. Das sind jetzt hier die Sprecher oder wer? Ja. Äußerst interessant. Hier sieht man jetzt French Version. Man muss vielleicht mal sagen, das ist ein französischer oder belgischer Comic. Ich weiß es gerade nicht. Ist ja eigentlich eine Comic-Verspielung, wenn man das so sagen kann. Wie nennt man das eigentlich? Egal. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Nee, mach ich nicht. Da kann man. Schade, ich dachte, man könnte den einfach so überspringen. Und kommt dann sofort zum Menü. Aber wenn die das nicht wollen, dass man das ganz normal macht, dann lassen wir es lieber durchlaufen. Viel mehr gibt es aber auch, glaube ich, nicht zu sagen. Mir hat's sehr, sehr viel Spaß gemacht. War echt geil. War geil. Oh, hier jetzt auch. Die haben wir jetzt, wirklich sehr ausführlich gehört, die deutschen Synchronsprecher. Wie unter anderem Ben Becker hat er gut gemacht. Ben Becker passt unglaublich gut zur Stimme von Jason Fly. Tolle Stimme hat der Mann, hat er wirklich gut gemacht, fand ich das. Ja. Aber das jetzt doch langsam mal. Das Feuerwerk hier geht mir jetzt gerade irgendwie auf die Eier. So. Hauptmenü gehen wir dann jetzt mal. So, hier im Hauptmenü dürfen wir dann jetzt theoretisch, wenn wir mal so auf Fortsetzen klicken, hier haben wir jetzt dieses Menü, wo wir, ja, laber doch kein, theoretisch alles sehen, was wir irgendwie bekommen oder gemacht haben. Wir klicken mal hier auf Verschwörung und hier sehen wir, wir haben alle, bis auf Kim und Nummer 1, Walter Sheridan erledigt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja wirklich irgendwann mal eine Fortsetzung. Das wäre unglaublich toll, wenn man dann noch Sheridan bekämpft. Am Anfang irgendwie todesmutig vom Boot springt, überlebt oder irgendwie aus einer Gefangenschaft flieht und dann Sheridan nachjagt. Ach, ich weiß es auch nicht. Hier sehen wir auch nochmal alle Gesichter der Verschwörung. War spaßig, gut. Jetzt haben wir noch Fähigkeiten. Alle Fähigkeiten, die wir theoretisch haben, als cooler Spats Agent wie Knockout. Das ist dann Nahkampftraining, sechster Sinn oder, was ist denn das nochmal, sechster Sinn, was macht das nochmal? Besondere Wahrnehmung, das ist, wenn uns irgendwie angezeigt wird, ob jemand in der Nähe ist, oder? Also, wie wer wir gesehen werden oder so. Tarnung ist klar. Atmung ist klar. Heilung ist natürlich auch klar. Zweihand, was denn Zweihand? Zweihandfeuerwaffen gleichzeitig, ja. Das haben wir auch gut genutzt. Das muss ich auch sagen, ist eine sehr, sehr interessante Fähigkeit. Gut. Dokumente, die wollten wir uns ja genauer angucken. Wir haben alle bis auf ein Dokument. Ah, das ist ja schade irgendwie. Wir fangen mal an mit dem Diplomatenkoffer. Da sehen wir unseren Pass. Aber nicht unseren wirklichen Pass, sondern den unserer neuen Identität. Interessant. Unsere neue FBI-Akte mit Fotos und sowas. Fotos von uns. Im Leichenschau ist das Projektil. Die Sheridan-Brüder, das ist Walter Sheridan, der verdammte Verschwörer, der seinen Bruder kaltblütig ermorden ließ, um selber an der Macht zu sein. Meine Güte. Der Obduktionsbericht dürfte klar sein. Was haben wir hier? Der Polizeibericht. Interessiert niemanden. Gut. Das war's auch mit der FBI-Akte, was ich auch nochmal guckte. Die Weiße Haus-Akte. Aha, aha. Die Clan-Mitglieder, die Überwachungskamera in der Bank, wo wir recht am Anfang waren, nachdem wir am Strand aufgewacht sind. Interessantes gibt es hier sonst auch nicht. Was haben wir denn in der Akte? Unsere chirurgischen Eingriffe, wir wurden ja schließlich etwas verändert vom Aussehen her, sagen wir es mal so. Sehr interessant, guck mal, ein Bild einer Mumie, ne? Also,
die ist dann so, die steht dann aus so einem Sarkophag auf und ermordet dann irgendwelche Abenteurer in Pyramiden. Gut, noch was Interessantes? Tatsächlich nicht. Das war die hier jetzt, ne? Ja, gut. Was haben wir denn in der Akte 10? Das braucht auch niemand. Irgendwas Interessantes noch? Banktransaktionen? Oho. Unsere Pentagon-Akte. Hier sehen wir, wie gesagt wird, dass Steve Rowland eigentlich schon lange tot ist. Da sind wir. Das hier, ne? Mit Colonel McCall. Nochmal Banktransaktion, Total Red. Hier eingezeichnet auf dieser Karte. Gut. Nächste Akte, war das Pentagon, ne? Ja, genau. Was haben wir hier noch? Nichts Interessantes. Was haben wir hier noch? Eine Rechnung. Liste finanzieller Unterstützung. Ja, da könnte man jetzt so ein bisschen, aber das ist auch nicht so interessant. Achso, das hatten wir jetzt gerade. Akte 5. Ein Erinnerungsfoto. Wow, die Verschwörer mit Kim. Ein Stein. Wow, ist das nicht der Stein, der im Kloster stand, wo ich mit dem Rätsel, was ich da nicht so gecheckt habe? Sehr interessant. Und nur die letzte Akte. Wir haben leider, fehlt uns eine. Das ist jetzt irgendwie scheiße. Das ist blöd. Hätten wir noch finden müssen. Obwohl, nee, die haben wir ja gefunden. Das ist ja die, die wir kurz vor der letzten Zwischensequenz, also kurz vorm Ende gefunden haben, als wir bei Sheridan im Büro waren. Oder da auf seinem Dingens halt. Gut. Haben wir hier noch irgendwas? Geschichte? Ach so, ja, das ist nochmal eine Wiederholung. Das brauchen wir jetzt nicht. So, das Let's Play ist hiermit jetzt offiziell zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Wir haben uns die Dokumente auch noch angeguckt. Und ich sag da mal, bis zum nächsten Let's Play. Einen schönen Tag noch. Tschüss.